So, liebe Eishockey-Freunde, herzlich willkommen hier zur dritten Ausgabe von Podicheck TV. Heute haben wir wieder einige sehr interessante Gesprächspartner. Und der erste Gesprächspartner hier bei mir ist unser beliebter, unser Publikumsliebling auch, Marco Tuominen. Marco, Rintavara, Nachis, Niskala, Wotila, Sappenlanta, Ita, Jippi, Veskele, Rintavare. No ei tässä kovin mitään hirveästi järkeä ole, mutta on tässä kiva katsoa vähän vuoroja ja pelata vähän jääkiekkoa. Jotta Jopsala, itse Vuotala, Nikkenen, Vuntam, Ninnima, Itskele, itse Rantonen, Vuskala. Ei tässä ollut mitään järkeä, mitä sä kysyit, mutta on tosi tyhmiä nämä haastattelut, että antaa mennä sitten loppuun asti. Wunderbare Antwort von Marco. Dritte Frage. Wie bist du zufrieden mit den ersten 8 Spielen? Trotz Knieverletzungen hattest du ja einige Probleme. Was sagst du zum Verlauf dieser ersten 10 Spiele? Scheiße! Danke, Marco, zurück keine Redaktion. Keine Redaktion. So, liebe Eishockey-Freunde, nun hier bei uns unser Star-Goalie, der heuer zu uns aus den Vereinigten Staaten gestoßen ist, Jeff Giacaitis. Jeff, du wirst sicher einmal gute Erinnerungen an Bruneck haben und wieder zurück in die Vereinigten Staaten von Amerika ziehen. An was wirst du dich in Bruneck am meisten erinnern? Schlutzer und Presknädel. Schlutzer und Presknädel, sehr gut. Danke, Jeff. Eine weitere Frage. Es gibt viele gute Goalies, mit denen du gespielt hast, sicher in den USA und auch nun hier in Italien, ob es Bellissimo ist in Asiago, ob es Denis ist in Fassa. Wer ist deiner Meinung nach der wohl beste Goalie aller Zeiten, den du eigentlich kennst? Stube Ambach aus Bruneck. Okay, that's great. Eine weitere Frage, noch eine letzte Frage an unseren Star-Goalie Jeff. Viele unserer Spieler haben Nicknames, sogenannte Übernamen, wie zum Beispiel Ram the Jam oder Rob Golden Boy oder ein anderer zum Beispiel ist Patrick Pitbull Bones Bona. Wie lautet eigentlich dein Nickname hier in Bruneck? Letzo Fetzer. Letzo Fetzer, great. Zurück an die Redaktion. Vorname? Christian. Armin. Nachname? Meier. Helfer. Beruf? Hockeyspieler. Hockeyspieler. Freundin? Caroline. Kathi. Das erste Mal? 16 Jahre alt. 15. Das letzte Mal? Gestern. Bei Kerzenlicht würdest du gerne Abendessen mit? Caroline. Kathi. Dein unliebster Gegenspieler? Armin Helfer. Marc Christian. Dein bester Trainer? Rolf Nilsson. Diego Scandella. Mit wem willst du nichts zu tun haben? Weiß ich nicht. Keiner. Mit dem schwarzen Mann. Die Pustra-Fans? Spitze. Super. Dein Saisonziel? Meister zu werden. Meister zu werden. Wärst du nicht Eishockeyspieler, dann wärst du? Skifahrer. Tischler. Wie oft betest du? Einmal die Woche. Viel zu selten. Dein liebster Mitspieler? Patrick Borna. Max Oberauch. Deine Stärke? Der Schuss. Keine Ahnung. Deine Schwäche? Defensivarbeit. Keine Ahnung. Gegen wen spielst du am liebsten? Bozen. Der beste Goalie? Jeff Giacaitis. Wen möchtest du grüßen? In Super Goalie. In Stube.
So, liebe Eishockey-Freunde, jetzt haben wir einen ganz speziellen Gast hier bei uns, Bodycheck, bei Bodycheck TV. Und zwar eine ganz entzückende, charmante junge Dame. Es handelt sich dabei um Rachel. Hello, Rachel. Hallo, Rachel. Hello. Rachel, how are you? Wie geht es dir? Ah, mir geht es gut, danke. Oh, wie Sie sehen, kann Rachel auch Deutsch. Do you have a boyfriend? Hast du einen Freund? Of course, Greg Barber. Greg Barber, are you sure? Bist du sicher? I'm pretty sure, yeah. Rachel, and how long do you think will you have this boyfriend? Ah, well, hopefully the rest of my life. Ah, sie hofft, so schnell als möglich nicht mehr. Also sehr gute Voraussetzungen für alle Jungs hier. What do you think about HC Pustertal, the people and its fans? I think they're great. They are great. Also sie sind alle sehr groß. Die Fans des HC Pustertal, das heißt, sie steht dann auf den Rängen im Stadion und sieht eigentlich nicht sehr viel, weil die Leute alle sehr groß sind. Ist das true? Stimmt das? Absolutely. Absolut. Rachel, will you come back to Bruneck next year? I hope so. It depends if they want us back. Also, sie hofft stark, weil ihr gefallen die Berge, die Leute, das Essen, aber auch die anderen vielen Events wie in den Bars, in den Kneipen, das Abendessen und die verschiedenen Leute, die sie trifft in der Eisbar, auch die Mädchen, die Freunde und am Abend auch beim Ausgehen im Pukanaka, im Apero Café, im Pub Hotel Bruneck und so weiter und so fort. Last question for Rachel, letzte spannende Frage für Rachel. What do you like most? Magst du most? Oh, etwas zu trinken, ein Radler. Oh, einen Radler. Thank you, Rachel. Danke, Rachel. Dankeschön. So, liebe Eishockey-Freunde, nun hier bei der dritten Folge von Bodycheck TV wieder unser berühmter TV-Schiri Ricky. Hallo, Ricky. Wir haben wieder eine interessante Frage für Ricky, und zwar, Ricky, was ist Interferenz? Ist eigentlich, wenn man einen gegnerischen Spieler verhindert, dass er weiterkommt, auch ohne Puck hauptsächlich, aber auch mit Puck, wie soll ich sagen? Praktisch eine Art Behinderung. Eine Art Behinderung, ja. Was ist eigentlich dann der Unterschied zwischen Interferenz und Milanferenz? Da gibt es einen Unterschied momentan für 8 Punkte. Richtige Antwort, Ricky. Zweite Frage, was ist High-Sticking? Ja, High-Sticking ist hoher Stock. Das Spiel mit dem hohen Stock ist nicht erlaubt. Das heißt, das Berühren des Puckes mit dem hohen Stock, wobei der hohe Stock als Maßstab die Schulter gibt von jedem jeweiligen Spieler. Aber es ist nicht so schlimm wie das Ersticking, das High-Sticking. Nein, langeinander nicht, nein. Also das Ersticking ist schlimmer? Ja, ist viel schlimmer. Sam geht noch nicht mehr viel. Also dritte Frage noch, was ist Holding the Stick? Strafminute wegen Holding the Stick. Holding the Sticks ist eigentlich das Halten des Stockes des gegnerischen Spielers mit der Hand haltet. Und in einem Nachtclub zum Beispiel, wie in Nofretete oder so, in La Rose, ist Holding the Stick dann... Ich weiß nicht, in La Rose, ich bin zwar in Österreich... Warst länger nicht mehr. Aber ich habe nie der Weile zuzukehren, nicht? Wir sind schon... Praktisch im La Rose ist Holding the Stick ähnlich wie Checking from Behind. Ja, so eine Art kann es sein, ja. Also praktisch im La Rose erlaubt, im Eishockey nicht? Nein. Ich danke Ricky für die wunderbaren Ausführungen und gebe zurück an die Sendezentrale.